Familienvans sterben leider immer mehr aus. Es wird immer weniger am Markt geben als Neuwagen. Und somit müssen sich Familien einen neuen Weg suchen, um ihr Alltagsfahrzeug zu kaufen. Was für Optionen haben wir denn? Entweder wir gehen eine Kategorie größer in die sogenannten Großraumlimousinen oder Busse. Oder aber wir bleiben ungefähr auf kompakten Abmessungen, gehen aber trotzdem in die Höhe und nehmen dann einen Hochdachkombi. Und einen solchen möchte ich euch heute vorstellen, und nämlich den Premium-Vertreter, den VW Caddy. Der steht hier mittlerweile in der fünften Produktgeneration vor der Kamera. Und ich muss sagen, optisch gefällt er mir schon mal sehr gut. Aber wir schauen ihn uns natürlich jetzt nicht nur außen einmal an. Wir gehen natürlich auch rein, schauen uns die Platzverhältnisse innen an. Wir fahren den Caddy auch, schauen, was unter der Haube los ist. Und am Ende gibt es natürlich die Info zu den Preisen und mein persönliches Familienvater-Fazit nach 2 Wochen mit dem Caddy und der Familie. Wenn euch das Ganze interessiert, vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, dem Ganzen ein Like zu geben für den Algorithmus und einen Kommentar unten in die Box zu schreiben, damit wir am Ende dieses Videos miteinander über den VW Caddy oder über die Hochdachkombis im Allgemeinen ein wenig diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Auch der neue Caddy ist sofort als Caddy zu erkennen, wie ich finde, gerade wenn man so die Scheinwerferpartie betrachtet. Das ähnelt dann doch dem Vorgänger der vierten Generation, aber wo er sich komplett abhebt, ist dann eher der untere Teil im Stoßfänger, weil das jetzt hier alles komplett lackiert ist. Das wirkte für mich auf den ersten Blick etwas befremdlich. Immer mehr freue ich mich aber damit an, dass dieser lackierte Einsatz doch ganz gut ausschaut. Bisschen komisch natürlich, dass der Frontassist hier nicht lackiert ist. Der setzt dann sozusagen wieder eine besondere Marke. Was ich schön finde, ist, wir haben hier so eine silberne Leiste, die sich aus diesem Voll-LED-Scheinwerfer über die komplette Breite des Kühlergrills hinzieht. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen breiter und schaut auch schön aus. Ganz empfehlenswert auf alle Fälle von meiner Seite sind die LED-Scheinwerfer. Es gibt ja nicht allzu viele Hochdachkombis mit LED-Licht. Hier sollte man es auf alle Fälle nehmen. Hervorragende Ausleuchtung, auch mit Abbiegelicht. Und das sorgt für ein Mehr an Sicherheit, und das wollen wir doch alle haben am Ende. 4,50 Meter ist der Caddy in der kurzen Variante lang, den wir hier haben. Es gibt auch noch den Caddy Maxi weiterhin. Der ist dann nochmal deutlich länger. Der hat dann auch eine größere Schiebetür am Heck mit einem größeren Türausschnitt. Hier haben wir ungefähr gut 70 cm Ausschnitt. Dann haben wir 1,81 Meter Höhe, also er ist tatsächlich höher als meine Wenigkeit. 2,10 Meter ist der Caddy übrigens breit, und das aufgrund der sehr voluminösen großen Außenspiegel, die ich aber sehr schätze, denn durch diese großen Außenspiegel hat man wirklich eine gute Rundumsicht. Wir haben hier übrigens noch das Sondermodell Move, das es zur Markteinführung damals gab. Das ist aktuell nicht mehr erhältlich. Man müsste hier dann auf die höchste Ausstattungslinie Style gehen und dann noch entsprechend dazu konfigurieren. Die Farbe, die wir hier haben, ist Costa Azul, und ich finde, das schaut auch echt cool aus. Dieses türkisblaue hat so ein bisschen was von Strand, Meer, Urlaubsfeeling.
und sorgt auch so ein bisschen für Sonne im trüben Alltag, was ich sehr schätze. Wir haben 18 Zoll Leichtmetallräder hier drauf, die gibt es optional. Und am Heck sehen wir dann auch schon die nächste Besonderheit des neuen Caddy, denn wir haben jetzt neue Rücklichter und die sind jetzt wirklich in der Höhe gewachsen, also senkrecht hinauf. Die sind hier optional verbaut, voll LED-Technik steckt dahinter. Dann haben wir eine breite Glasscheibe hier hinten, die auch abgedunkelt ist, und das Ganze dann auch noch mal mit diesem Farbspiel zwischen dem hellen Blau und dem dunklen Kontrasten eigentlich sehr, sehr schön wirken lässt. Dass der Caddy-Schriftzug jetzt hier hinten auf der Heckklappe prangt, das ist jetzt mittlerweile State of the Art bei sämtlichen Herstellern, dass man eben den Modellschriftzug da reinzieht. Was wir jetzt schon sehen, wir haben eine sehr, sehr niedrige Ladekante. Die ist unterhalb meines Knies. Das ist schon mal sehr gut. Aber wichtiger ist natürlich, was geht in den Caddy rein. Und deswegen schauen wir jetzt in den Kofferraum. Die Heckklappe des Caddy öffnet manuell. Es gibt auch keine elektrische Variante, was ganz gut ist, denn so ein Hochdachkombi braucht doch relativ viel Platz nach hinten, um diese Heckklappe zu öffnen. Interessant ist aber, beim Caddy könnt ihr sogar zwei Türen bestellen anstatt dieser Heckklappe. Ist vielleicht für den einen oder anderen praktischer. Praktisch ist, dass so eine Klappe natürlich recht groß ist, weil es ist auch ein Wind- und Wetterschutz quasi schon. Ich mit meinen 1,78 kann hier wunderbar unter dieser Heckklappe stehen. Und vor allem auch, wenn man das Ganze dann noch als Zeltplatz nutzen möchte oder eben für Zeltaufbauten, ist sowas sehr, sehr praktisch. Aber schauen wir jetzt einmal hier in den Innenraum hinein oder respektive in den Kofferraum. Wie schon gesagt, die Ladekante ist angenehm niedrig. Das heißt also, Sperrgut oder Koffer müssen nicht allzu hoch gewuchtet werden und können dann auch fast eben hier rein. Also hier haben wir wirklich nur noch so einen halben, ja, so einen Zentimeter, wo so eine kleine Fuge hier drinnen ist. So, dann schauen wir mal hier im Innenraum, was wir alles haben. Auf der linken Seite sehen wir schon einmal einen 12-Volt-Bordanschluss, den wir hier haben. Wir haben LED-Innenbeleuchtung, dann drei Taschenhaken, ein Gepäckraum-Rollo. Das finde ich so sehr praktisch. Das ist vor allem auch sehr robust ausgeführt, hat auch so eine schöne Stoffeinfassung und labbert auch nicht irgendwie rum. Also das ist schon was Solides, was hier verbaut wurde. Das können wir dann auch rausnehmen und dann sehen wir auch hier schon ein Trennnetz, was wir installieren können. Das ist sehr schön. Wir können das nicht nur hier hinten installieren, hinter der zweiten Reihe, sondern wir können es auch hinter der ersten Reihe installieren. Also das solltet ihr euch auf alle Fälle gönnen. Es kostet leider Aufpreis. Auf der rechten Seite haben wir dann noch ein schönes Ablagefach. Man kann dann auch jede Menge Kleinkramzeugs hinein. Die maximale Ladehöhe, die ihr hier drinnen habt, ist 1,20 Meter, die euch zur Verfügung steht. Und wenn ihr die Rücksitze ausbaut, ja, wohlgemerkt, richtig gehört, ausbaut, die könnt ihr nämlich ausbauen, dann habt ihr eine maximale Ladelänge bis zur ersten Reihe von 1,91 Meter. Einen Kinderwagen könnt ihr hier perfekt reinstellen, braucht ihr sogar gar nicht zusammenklappen, den könnt ihr einfach so reinstellen, den verzurrt ihr dann. Dazu habt ihr dann nämlich auch robuste Ösen hier drinnen, auch hinten. Und jetzt schauen wir mal, wie das dann da ausschaut, denn wir haben auf der eine Besonderheit hier drinnen. Es gibt nämlich keine Einzelsitze hier, sondern lediglich eine Zweierbank und einen Einzelsitz. Und wenn wir das Ganze jetzt hier umklappen, dann seht ihr auch schon, ihr müsst da tatsächlich diese Bank quasi ausbauen. Wenn ihr dann hier die zieht, dann könnt ihr das Ganze zumindest mal klappen. Dann habt ihr schon mal etwas mehr Platz. Aber ich persönlich finde es ja nicht so optimal, ehrlich gesagt, dass ich erst die Bank ausbauen muss, um den Kofferraum optimal nutzen zu können. Da fände ich es etwas sinnvoller, wenn man vielleicht einen doppelten Ladeboden hier eingezogen hätte. So, dann klappen wir das mal wieder hin. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Reihe 2 und ich schaue mal, wie die Platzverhältnisse sind. Die Schiebetür öffnet angenehm leichtgängig und ich steige erhöht hier in den Caddy ein, kann die Tür auch wunderbar schließen. Es gibt übrigens eine Servoschließung
Optional erhältlich für die beiden Türen und für die Heckklappe. Ob man das braucht, müsst ihr entscheiden. Ich mit Kindern würde es eher nicht nehmen, weil da wird die Tür eigentlich meist eher mit etwas höherer Gewalt quasi zugemacht. So, ich sitze hinter meinem imaginären Ich mit 1,78, habe genügend Knieraum zum Vordersitz. Das Einzige, was hier so ein bisschen das Ganze dann stört, ist erst einmal der Tisch, aber der ist ja wiederum auch praktisch veranlagt. So, was habe ich hier? Genügend Kopffreiheit habe ich erst einmal aufgrund des großen Panoramadaches, was hier verbaut ist, sogar noch mehr, als wenn es nicht verbaut wäre. Das ist erst einmal interessant. Außerdem ist dieses Glasdach wärmeisoliert, lässt also weniger Wärme hier in den Raum hinein, dadurch, dass es auch keinen Schwebehimmel gibt, den wir schließen können, und es hält auch wiederum Wärme im Winter verstärkt hier im Innenraum. Also keine so schlechte Option, dieses Dach, auch wenn es einen hohen Aufpreis kostet. Wir haben keine Haltegriffe hier hinten, finde ich ein bisschen schade. Dafür aber die Aufnahmepunkte, wie schon erwähnt, für das Trennnetz. Leselampen mit LED haben wir hier. Dann haben wir eine Kopfstütze, die wirklich weit in der Höhe verstellbar ist. Also auch da finden große Personen auf alle Fälle die richtige Position für die Kopfstütze. Dann die Lehne übrigens hier ist auch verstellbar. Das ist ein kräftiger Zug an der Lasche. Und dann können wir diese Lehne hier vom Winkel her auch entsprechend uns anpassen. Das sorgt dann für einen erhöhten Komfort. Der Reisekomfort ist natürlich auch so ein Thema. Dadurch, da kommt dann unser Tisch hier zum Einsatz. Den können wir übrigens in verschiedenen Positionen und Winkeln auch arretieren. Also der ist wirklich sehr, sehr stabil. Das gefällt mir gut. Dann haben wir auch hier so eine kleine Ausbuchtung. Da kann man dann noch was reinlegen, dass es nicht runterrutscht. Den Becherhalter. Und wir haben zwei Taschen hier an den Vordersitzlehnen für Kleinkramzeugs, wie zum Beispiel ein Smartphone oder eine größere Tasche hier noch. Da passt dann unter anderem das Tablet der Kids hinein. Wenn die Kinder schon hier hinten sitzen, dann gibt es hier auch Frischluft aus den Luftströmern und zwei USB-C-Anschlüsse, damit die Stromversorgung sichergestellt ist. Und größere Geräte können dann auch noch mit einer 230 Volt Bordsteckdose optional mit genügend Energie versorgt werden. Die Kinder reisen natürlich ebenfalls hier angenehm mit, wenn aber noch sehr klein, dann im Kindersitz. Und der Kindersitz wird dann natürlich auf Isofix-Haken meist arretiert. Und diese Isofix-Haken sind dann nur an den Außenbahnen hier hinter einem Reißverschluss. Ist dann da so ein Ausschnitt drinnen im Schaumstoff und da kann man dann den Kindersitz wunderbar hinein befördern und fixieren. Vor allem aber auch nur leider zwei Kindersitze rechts und links. In der Mitte ist der Sitz nämlich etwas schmaler ausgeformt, dadurch, dass wir hier so eine Zweierbank haben. Und da passt halt dann leider kein dritter Kindersitz hier in die Mitte. Und wir gehen jetzt in die erste Reihe und schauen, wie der Caddy sich vorne sitzt. Fahrer eines Caddys haben es echt richtig gut, denn sie können optional hier auf einen Ergo-Komfortsitz zugreifen in der Optionsliste und den würde ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ihr habt hier einen absolut tollen Sitz, der einfach echtes PKW-Feeling hier in dieses Nutzfahrzeug hineinbringt. Der Sitz ist toll ausgeformt, bietet unheimlich guten Seitenhalt und wie ich auch festgestellt habe, 700 Kilometer am Stück sind im Caddy mit diesem Sitz überhaupt kein Problem. Der Ergo-Komfortsitz bietet zudem auch eine ausziehbare Schenkelauflage für den Fahrer. Optional gibt es diesen auch für den Beifahrer. Den haben wir hier nicht verbaut. Wir haben dafür aber einen Sitz mit Isofix. Da ist dann der dritte Isofix-Kindersitz untergebracht, wenn ihr denn einen benötigt oder habt. Das Lenkrad hier ist in der Höhe und in der Tiefe sehr weit verstellbar. Also da findet man wirklich schnell eine optimale Sitzposition. Wir haben auch eine Armlehne, die in der Höhe arretierbar ist und sogar ausziehbar. Also auch da findet man wirklich eine schnelle, angenehme Reisesitzposition, in der man dann auch wirklich gerne Kilometer abspult. Der Innenraum des Caddy entspricht so grob dem des VW Golf, denn wir haben ja hier den MQB-Bau
Satz quasi, den wir bekommen haben mit dem MIB, also modularer Querbaukasten für das Chassis, modularer Infotainment-Baukasten für den Innenraum. Und der modulare Infotainment-Baukasten bringt dann diese Optionen hier mit, die wir jetzt haben. Und zwar einmal ein volldigitales Kombi-Instrument und ein 10 Zoll großes Display hier. Diese sind dann auch hier mit seiner schwarzen hochglänzenden Einheit miteinander verbunden. Das sieht dann optisch eben nach einem durchgängigen Dashboard aus. Wohlgemerkt aber, im Caddy ist es nicht Serie alles hier digital, sondern es gibt im Caddy normalerweise analoge Kombi-Instrument. Das habe ich euch sogar gezeigt beim Caddy Cargo. Schaut euch mal das Video an, wie dann die Kombination aus analogem Kombi-Instrument und großem Mediabildschirm aussieht. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die komplette Optionenliste gezogen. Das heißt also voll digitales Kombi-Instrument und eben 10 Zoll Mediabildschirm mit dem großen Navigationssystem. Wir haben hier jetzt auch eben alle Assistenzsysteme, die der modulare Querbaukasten mitbringt, haben wir an Bord. Das heißt auch den Travel Assist mit einem kapazitiven Lenkrad. Das heißt, er erkennt, wenn die Hände am Lenkrad sind und braucht euch dann nicht immer zu warnen, bitte Hände ans Lenkrad. Das Multifunktionslenkrad kennen wir so auch. Ich finde, das ist noch das schönere Lenkrad mit diesen physischen Tasten, die wir hier dran haben und nicht diese Hochglanz-Touch-sensiblen Felder. Dahinter für das Doppelkupplungsgetriebe haben wir Schaltwippen, einmal links runter, rechts raufschalten. Die Lenkstockhebel kennen wir ebenfalls. Die sind dann noch belegt mit hier links einer Taste, um die Assistenten direkt aufzurufen. Da können wir uns dann auch während der Fahrt problemlos die jeweiligen Assistenten zu- oder abschalten. Das Display selbst können wir natürlich auch konfigurieren mit der View-Taste. Können wir dann hier auf einzelne vorkonfigurierte Ansichten wählen. Jetzt haben wir hier die Assistenzansicht oder eben die klassische Ansicht mit den Rundinstrumenten. Auf der linken Seite haben wir die sogenannte Licht- und Sichtinsel. Da sind natürlich dann Touchfelder untergebracht fürs Abblendlicht hier oder aber eben die Heizfunktion zum Beispiel mit der Frontscheibe, die ist mit Heizdrähten hier sogar versehen, kostet nun geringen Aufpreis, würde ich euch wärmstens ans Herz legen. Das bringt sehr viel und vor allem auch schnelle Sicht hier im Winter. Gehen wir auf die rechte Seite, dann kommen wir auf den 10 Zoll großen Mediabildschirm zu sprechen. Den kennen wir, wie gesagt, schon aus dem Golf 8 oder aber dem Seat Leon oder eben dem Skoda Octavia. Wohl, ja, ich sage jetzt einfach mal, entweder geliebt oder aber auch leider gehasst, vor allem auch wegen dieser Touchbar, die wir hier haben, mit dieser Slide-Funktion für Audio oder aber Temperatur. Naja, der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich persönlich bin eher der Freund von physischen Tasten, aber wie wir sehen, es funktioniert hier doch durchaus zuverlässig, was wir ja schon auch erlebt haben, dass es etwas schlechter funktioniert hat. Die Kacheln hier könnt ihr euch auch entsprechend von der Position anordnen, wie ihr das haben wollt. Das finde ich auch sehr schön. Und auch schön ist dieser Media- oder dieser Home-Bildschirm. Da haben wir dann eben eine Kartenansicht, die Media-Ansicht und auch hier noch die wesentlichen Zugriffe, zum Beispiel hier auf die Fahrdaten. Und da sehen wir dann auch zum Beispiel, was ich so verbraucht habe. Während meiner Langzeitmessung waren es dann 6,1 Liter, da war viel Autobahnverkehr dabei. Oder eben jetzt hier der Alltag ab dem letzten Tanken mit 5,8 Litern. Aber auf den Motor kommen wir jetzt dann gleich noch zu sprechen. Darunter haben wir Lüftungsausströmer. Die werden einfach geschlossen, indem sie in die Mitte geschoben werden. Und dann haben wir noch die touchsensiblen Felder für die jeweiligen Direktmenüs, für Assistenz unter anderem. Da sehen wir dann hier die schöne Auflistung für die einzelnen Assistenten, die wir dann hier auch auswählen können, welchen wir haben wollen oder auch nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, auch ins Klimamenü zu gehen. Hier die klassische Ansicht für die Klimasteuerung, die wir hier haben, oder aber wir das sogenannte Smart Climber. Wir können ihm sagen, was wir gerne hätten, eben Füße kühlen oder eben wärmen. Dann haben wir das Air Care System und das finde ich hervorragend, denn da einmal drauf gedrückt sehen wir auch, dass sich das Ganze aufbaut. Jetzt wird der Innenraum tatsächlich von Mikrofilter, Mikro
Partikeln und vor allem auch Pollen gereinigt. Ist eine super Geschichte für Allergiker, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, denn ich als Pollenallergiker habe es wirklich genossen, hier dieses Aircare an Bord zu haben. Kommen wir aber in die Mittelkonsole. Hier gibt es genügend Ablagemöglichkeiten, so wie sich das gehört. Wir haben hier eine 12 Volt Bordsteckdose. Dann haben wir hier eine Ablage mit gummiertem Einsatz. Da fliegt auch nichts rum. Und darunter eine induktive Ladeschale für das Smartphone. Das ist dann auch blickdicht abgedeckt, sodass man das während der Fahrt auch nicht in Versuchung kommt zu bedienen. Zwei USB-C-Anschlüsse haben wir, den Start-Stopp-Knopf und dahinter den kleinen Wahlhebel oder den Stick hier für das by wire angesteuerte Doppelkupplungsgetriebe. Dahinter dann die Taste für die elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, zwei Cup-Holder und noch ein kleines Ablagefach. Und weitere Ablagefächer haben wir, und das ist das Schöne hier im Caddy, auch hier oben im Dashboard. Da gibt es auch jede Menge Ablagemöglichkeiten und einen weiteren 12 Volt Bordanschluss hier, falls man dann doch noch mal mehr Strom benötigt. Es gibt auf der rechten Seite hier dann auch so eine kleine Ablage. Das ist zwar auch so ein bisschen geriffelt, aber jetzt nicht ganz gummiert. Also da könnte durchaus etwas rumfliegen. Und wir haben dann noch ein großes Handschuhfach hier an der rechten Beifahrerseite, und in der Türablage gehen dann auch noch mal einige Sachen rein, wie unter anderem zum Beispiel eine 1,5 Liter PET-Flasche würde hier wunderbar reingehen. Das heißt, für Stauraum gibt es hier mehr als genügend Platz, und das ist sehr, sehr schön gelöst hier. Und wir gehen jetzt einmal unter die Motorhaube und schauen uns mal an, was unser Antrieb hier für uns bereithält. Motorhaube wird klassisch entriegelt. Wir öffnen die Haube und müssen dieses dann manuell fixieren mit einem Haltestab hier. Einen Haubenlift gibt es nicht. Hier unter der Haube verbaut der 2.0 TDI mit 122 PS Leistung. Sorgt dafür, dass der Motor den 1,8 Tonnen schweren Caddy in 11,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Maximal sind 186 Stundenkilometer möglich auf der Autobahn, und das macht der Motor auch mit einem souveränen Drehmoment von 320 Newtonmeter richtig gut. Der Durchzug ist toll und ist natürlich auch ideal für Leute, die auch noch einen Anhänger ziehen wollen. 1500 Kilo darf er maximal an den Haken nehmen. Und 75 Kilo ist dann die Stützlast auf der Anhängerkupplung, oder aber 100 Kilo haben wir noch Dachlast. Voll bepackt geht es dann also auf Reisen mit dem Caddy. Und Reisen ist auch genau das, was wirklich gut mit ihm machbar ist. Denn der Motor arbeitet angenehm ruhig, ist dezent im Hintergrund, hat aber genügend Kraft unten raus und schafft es so auch wirklich, den Wagen souverän nach vorne zu bewegen. Wie das jetzt mit den anderen Antrieben ist, da geht es dann los, auch auf dem 2 Liter TDI mit 75 PS, mit 90 PS, oder es gibt dann einen 1,5 Liter TSI Benziner mit 114 PS oder wahlweise noch eine Erdgasvariante, was ich ja sehr gut finde, mit 130 PS. Und zu einem späteren Zeitpunkt wird es dann auch einen Plug-in-Hybriden geben, den sogenannten E-Hybrid. Zudem sind aber noch keine genaueren Daten vorliegend. Was heißt also, was Akkugröße oder aber Reichweite oder die Stärke des Elektromotors angeht. Dann schließen wir jetzt einmal die Motorhaube und los geht es auf die Fahrt und mit dem Fahreindruck zum neuen Caddy. Was bereits auf den ersten Metern im VW Caddy auffällt, ist, wie straff die Fahrwerksabstimmung geraten ist. Vor allem, wenn man unbeladen unterwegs ist, dann neigt die Hinterachse durchaus so ein bisschen zum Poltern. Das merkt man vor allem, wenn dann kurze Stöße aufeinander folgen oder aber tiefe Querfugen oder tiefe Kanaldeckel, die tief liegen zum Beispiel. Da wird dann schon etwas hart drüber gerumpelt und die Stöße auch direkt weitergereicht. Das finde ich ein bisschen schade, denn wenn man dann sieht, sobald die Beladung zunimmt und man mit der Familie komplett voll beladen unterwegs ist, der Kofferraum auch voll ist, dann
ist das verschwunden. Dann ist der Federungskomfort super angenehm. Der Wagen liegt aber insgesamt sehr gut auf der Straße, hat eine gute Rückmeldung von der Straße, auch über die Lenkung. Die Lenkung bietet den schönen Fahrbahnkontakt, hat genügend Rückmeldung von der Vorderachse und so lässt sich der Wagen sogar angenehm, fast schon dynamisch bewegen auf kurvigen Strecken. Und das zeigt auch eher diesen Pkw-ähnlichen Charakter, den der Caddy jetzt bekommen hat, weg vom Nutzfahrzeug. Das ist durchaus positiv zu bewerten. Richtig gut haben die Entwickler auch die Assistenzsysteme hinbekommen, allen voran den Travel Assist. Er vereint quasi die ganzen Assistente ineinander, das heißt automatische Abstandsregelung, automatische Spurführung und liest zusätzlich die Verkehrsschilder und nimmt auch die Topografie aus dem Navigationssystem und gibt dann die entsprechenden Fahrempfehlungen, sodass man noch effizienter und auch vorausschauender fahren kann und damit auch sicherer. Und das macht das Ganze sehr, sehr angenehm auf Langstrecken, vor allem wenn man dann so ein bisschen mal im Stau ist, den Stauassistenten nutzen kann. Für den Notfall gibt es auch einen Emergency Assist, der hier drinnen ist. Also der Caddy ist wirklich auf dem Pkw-Niveau hier komplett angekommen und kann einfach aus dem Vollen schöpfen. Alles, was der Golf 8 bietet, das steht dem Caddy quasi auch zur Verfügung. Also eins muss man ja sagen, Hochdachkombis haben schon echt wirkliche Vorteile. Gerade durch diese Schiebetüren, es ist halt echt für Familien wahnsinnig praktisch. Und das ist auch genau der Punkt. Hochdachkombis sind echt praktisch. Sie sind auf kompakten Abmessungen, geht extrem viel rein. Und wie wir sehen mit dem Caddy, es geht sogar im Alltag unheimlich bequem und modern zu. Wir haben sämtliche Assistenzsysteme, wir haben moderne Lichttechnik hier verbaut. Der Wagen schaut auch gar nicht mal so übel aus, wie ich finde. Im Gegenteil, der schaut gut aus. Schöne frische Farben lassen sich hier auf den Caddy draufzaubern. Okay, wenn wir jetzt zum Wesentlichen kommen, zum Thema Preis, da wird es dann vielleicht etwas kritischer. Denn knapp unter 32.000 Euro kostet der Caddy mit dem 2.0 TDI und 122 PS und als Doppelkupplungsgetriebe-Variante. Das ist schon mal recht viel. Wenn man dann schaut, was unser Testwagen kostet, nachkonfiguriert als Style mit den vielen Optionen, dann liegen wir bei 46.000 Euro. Das tut dann schon etwas weh, vor allem in der Haushaltskasse, das muss man ganz klar sagen. Aber der Caddy macht halt auch keine Fehler. Er kann halt wirklich fast alles und kann auch sämtliche Anforderungen bedienen. Er ist sogar vielseitig einsetzbar. Wenn ihr sogar die Rückbank rausbaut, könnt ihr den Wagen sogar als Camper gleich nutzen. Den gibt es ja sogar auch noch als Camper, zum Beispiel als Caddy California. Aber ich würde ihn wahrscheinlich dann sogar vielleicht eher Richtung Maxi nehmen. Dann geht nochmal mehr rein. So aber ist dieses Auto unheimlich flexibel einsetzbar und ersetzt vielleicht sogar zwei Autos, wenn man ihn kauft. Man braucht keinen Stadtwagen mehr, denn er ist kompakt genug. Man braucht keinen Langstreckenwagen mehr, er ist langstreckentauglich. Dann sind vielleicht 46.000 Euro gar nicht mal so viel. Aber das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zum neuen VW Caddy? Wie gefällt er euch? Findet ihr 46.000 Euro vielleicht zu viel? Schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt ein wenig über den VW Caddy diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.